Ich denke, Fortuna verschafft sich von der ersten Minute an einen sehr, sehr guten Einstieg zum Spiel. Mit und ohne Ball. Sehr präsent und schnell im Kopf, wach in den Aktionen nach vorne. Klar und konsequent in den Situationen, wo du verteidigen musst. Ist sehr laut auf dem Platz und auch auf den Beinen sozusagen wach und schneller, immer einen Schritt, einfach immer erster, und es zieht sich komplett dann bis in die Schlussphase auch von dem Spiel, wo wir mittlerweile nur noch zu zehnt dann zwei Bälle haben aufs gegnerische Tor. Viel mehr hatten wir auch nicht. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung heute Abend. Glückwunsch an unseren Gegner, und ich werde jetzt versuchen, die Heimfahrt zu nutzen, zu überlegen und drauf zu kommen, wo all die Dinge sind, wie eben beschrieben, die unseren Gegner heute ausgezeichnet sind, die uns vor 6 Tagen beim Spiel gegen Bayer Leverkusen auch ausgezeichnet haben und auffällig da waren, wo die heute geblieben sind, und versuch, Herr dieser zwei Gesichter unserer Mannschaft zu werden. Vielen Dank. Wir sind natürlich jetzt alle sehr niedergeschlagen über unsere eigene Leistung heute, weil das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten, und wir konnten das leider auch nicht auf den Platz bringen. Deshalb geht diese Niederlage völlig in Ordnung, und wir müssen gucken, dass wir so schnell als möglich und die Fehler natürlich jetzt abstellen, die wir machen im Spiel, und so schnell als möglich Punkte einfahren. Es gibt, denke ich, überhaupt keinen Grund, die Dinge schön zu reden. Das Spiel heute Abend hat, nochmal, ich bleibe dabei, wir haben im Moment zwei Facetten. Das eine ist das von Freitag letzte Woche, das andere ist das heute Abend. Es ist auch vielleicht auch gar nicht unbedingt möglich, die Dinge jetzt hier am Tisch direkt zu erklären, sondern einfach gut zu analysieren. Ich finde es gut, wenn die Jungs selbstkritisch sind. Ich finde es gut, wenn sie es auch beim Namen nennen, dass ihre Wahrnehmung ist. Und klar, wenn wir es dann auch schnellstmöglichst abstellen. Das ist für jede Mannschaft schwer zu erklären, die das vielleicht schon durchgemacht hat. Es ist ja nicht so, dass wir hierher gefahren sind und dachten, ja, okay, gut, das machen wir mit links. Sondern wir haben uns hier eigentlich schon was vorgenommen. Aber wir konnten es einfach nicht auf den Platz bringen oder die Aggressivität, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt hatten, einfach nicht hier in Köln zeigen. Und da ist jeder Einzelne gefragt, jeder muss sich da in die eigene Nase fassen. Und ob das wirklich alles war, was man heute gebracht hat, also da sollte schon jeder selbstkritisch genug sein.